Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Railroader. In der letzten Folge, da haben wir den gelben Güterzug, ja jetzt hier, ja wie soll ich es sagen, die Waggons zugeteilt, oder besser gesagt an den Anschlusspunkten verteilt, wo sie hingehören. Und als nächstes muss ich jetzt allerdings hier erstmal die Diesellok hier erstmal einmal umspannen, damit der Personenzug für die Rückfahrt vorbereitet ist. Ich Idiot. Hatte ich die Weiche wahrscheinlich schon gestellt gehabt, aber wird trotzdem drüber gerudelt oder irgendwie so, ne? Da haben wir sogar gleich noch mehrere Güterwagen, die wir wieder zusammenfügen müssen, sozusagen. Oh, besser gesagt, also für den Rücktransport. Die müssen wir dann auch noch dementsprechend natürlich so zusammenstellen, dass wir die dann für die Brücke zum Beispiel welche, für die verschiedenen Anschlussbetriebe und so weiter, müssen wir das dann auch noch dementsprechend natürlich alles zusammenstellen. So, dass wir nicht versehentlich die falschen Wagen an den falschen Kunden sozusagen liefern. So, und im Personenzug fahren wir dann ab 9 Uhr wieder zurück. Oder wenn er eher voll ist, dann fährt er natürlich auch eher zurück, aber ansonsten verkehrt er erst ab 9 Uhr erst wieder. So macht das alles auch ein bisschen einfacher. Sehr schön. Gut, dann wähle ich einmal aus, wo der Zug hinfahren soll. Gut. 100 Fahrgäste sind ungefähr da, okay. Und dann gehe ich jetzt erstmal wieder zurück zur Lokomotive 10. Und fahre mit der erstmal Richtung Elias Station. Weil da haben wir ja auch noch zwei Wagen, die zugestellt werden müssen. Und natürlich noch einen Güterwagen, der ebenfalls für den Abtransport bereit ist.
So, das heißt, Ton ist ein bisschen laut, ne? Ja, das stelle ich auch schon fest. Ja. Lass ich erstmal so stehen. Und dann fahren wir jetzt erstmal Richtung Ilia Station. Vielleicht nehmen wir denn auch den einen Wagen auch mit, den wir da gleich oben noch haben, der mit wieder zurückkommt. Dann haben wir die drei Wagen, die wir hier unten dann sozusagen hier schon haben, dann auch schon wieder zurück zum Übergabepunkt auch schon, ja, hintransportiert, ne? So, während jetzt die hier noch unterwegs ist. Die ist da oben. So, kann man auch so verstellen. Okay, gut. Die ist da oben. Haben wir unten momentan da keine Maschine. Gehe ich dann eben kurz einmal schnell händisch hin. Aber Baumstämme sind noch genügend da. Gut, okay. Also muss der Zug für die Baumstämme noch nicht wieder runterfahren. So, hier müssen wir dann wieder ein bisschen langsamer werden, weil ich glaube, da vorne war ja die Stelle, wo es wieder ein bisschen gefährlicher wird, ne? Wasser haben wir hier noch genug drin, ne? Ja, Wasser ist genügend da. Ein Viertel ist noch da, erst bei ein Achtel, da würde ich erst dann vorsichtig werden. So, hier können wir dann wieder ein bisschen Gas geben, damit wir noch schneller wieder da sind. Gut. Wo mal ein bisschen die Bremse anziehen. Das können wir ja, wie gesagt, ja hier auch über der Karte machen. Die Weiche hier ein bisschen weimer stellen. Das ist perfekt. Dass man das jetzt auch über die Weiche, Karte die Weichen stellen kann. Ob man das vorher schon konnte, ist mir nicht bekannt. Mit zwei Wagen müsste ich da eigentlich drauf kommen. Aber das werden wir dann gleich genau sehen, wenn es soweit ist. Perfekt, das ist wieder perfekt.
Oder obwohl, nee, eigentlich ist es besser, den leeren Wagen erst rauszuholen und dann die vollen rauf, weil dann gibt es keine Probleme bei der Entladung. Hätte ich gleich so machen sollen, dann wären wir schon ein Tick bisschen schneller. So, da kommt jetzt die Lok. Bisschen zu früh abgebremst, jetzt komm her. Und jetzt bringen wir die zwei Wagen hier rauf. Perfekt. Der Wagen ist voll, gut. So, und dann müssen wir jetzt mal gucken, ob wir die drei Wagen da jetzt auch irgendwie auf das Gleis raufgedrückt bekommen. Jetzt komm. Jo, da passen drei Wagen locker drauf. Perfekt. Perfekt. So, und dann fahren wir jetzt wieder Richtung Whittier Station. So, und die Weiche gestellt, sodass er
Personenzug oder welche Züge dann auch von Reason auch kommen, durchrauschen können. So, dann lassen wir den Zug jetzt erstmal alleine fahren. Das kann er ja schließlich relativ gut. Muss ich dann noch vorne einmal kurz mal die Weichen stellen, damit wir ihn auch wieder recht, damit er rechtzeitig zum Stehen kommt. So, hier fährt er ja rauf. Perfekt. Hier fährt er dran vorbei und an der Weiche soll er dann wieder zum Stehen kommen. Perfekt. Dann gucke ich mir nochmal die Holzwagen hier nochmal an, also die Baumstammwagen. Da ist noch genügend da. Da ist noch keine Ladung zu sehen. Und die sind ja auch noch gerade noch dabei, entladen zu werden. Einige sind schneller durch, einige nicht. Okay. Gut, dann gehen wir schon mal rüber nach Breezone. Da ist ja die Lokomotive 1 zugange, 2 zugange meine ich. Karte weg. Steuerung da 2 übernehmen. Oder beziehungsweise eigentlich erstmal hier die Lok 11 ins Depot bringen. Aufgefüllt ist sie ja, also erstmal hier die Was hat die 1? Ach, der Zug ist wahrscheinlich nur aufgefüllt worden, ne? Gut, da gehen wir jetzt auf mal manuellen Betrieb. Ach, das war Nummer 11. Ja, die ist ja auch noch auf Automatikbetrieb. Stimmt ja, vergessen. Stimmt ja, das habe ich ja ganz vergessen. So. Die Personenwagen sind noch nicht ganz voll. Ein bisschen müssen sie da noch warten. So, die Weiche steht richtig. Die steht richtig. Die geht hier auf die Weiche und kann die Lok dann gleich hier in den Schuppen reinfahren. Perfekt. Und die 10 ist dann auch schon gleich oben wieder Whittier Station eingetroffen. Dann müsste der Personenzug eigentlich auch kurz davor stehen, wieder abfahren zu können. So, perfekt. Dann sagen wir mal, dass sie hier weiterfahren kann. Perfekt. 10 hat sich eben gerade gemeldet.
Müssen sich hier nur einmal kurz mal hier vorne kurz noch mal die Weiche stellen, damit der Personenzug auch auf dem ersten Gleis einfahren kann. Perfekt. Dann hängen wir die Lok jetzt einmal ans andere Ende der Güterwagen. Und dann können wir sie auch gleich zum Übergabegleis bringen. Und dafür müssten dann die Wasserreserven ja dann auch reichen, die sie ja noch hat. Perfekt. So, die steht richtig, die steht richtig. Steht auch richtig. Die ebenfalls. Richtig, 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 richtig. Perfekt. Das ist doch großartig. So soll das nicht sein. Prima, das läuft doch perfekt.
So, und die schicken wir dann jetzt einmal kurz zum Wasserfassen. Und dann hat sie jetzt erstmal gleich erstmal Pause. Pause, Pause, Pause. Oh, da haben die Wasservorräte noch gut gereicht. Das war zu weit. Noch mal ein kurzes Stück zurück. Perfekt. Dann gehen wir rüber zur 2. Und drehen einmal kurz mal die Drehscheibe. Ah, der Kohlewagen ist hier auch schon fast leer. Würde ich vielleicht vorschlagen, den als nächstes leer zu machen, ne? So, dann teilen wir die Wagen jetzt einmal auf. Auf Brücke und ja, die ganzen anderen Sachen, ne? Brücke ist am häufigsten vertreten. Gut, dann fange ich hier als erstes an. Ich dachte, ich habe die Schläuche verbunden. So, dann stelle ich hier den Wagen ab. Standard Oil kommt daneben.
Die beiden Flachwagen kommen dann gleich wieder hierher. Alles klar, der kommt dann dahin. Dann packen wir den hier gleich zu dem Schüttgutwagen gleich noch dazu. Ah, der Personenzug ist wieder unterwegs, ist dann gleich in Whittier Station eingetroffen. Ach, scheiß drauf. Einmal nicht aufgepasst und schon hat man wieder ein bisschen was verhauen, ne? Scheiße. Gut, dann gehen wir mal kurz zum Personenzug. Nehme ich hier die automatische Steuerung erstmal raus. Und hänge dann die Diesellok jetzt erstmal einmal kurz mal ab und setze sie einmal um.
und auch schon mal umbeschildern die Wagen, wo der Zug dann als nächstes hinfährt. Schöne Maschine. Oh, da kam noch einiges zusammen. Plus die 170, die wir eben auch hatten. Knapp über 400 Dollar haben wir durch den Personenverkehr eingenommen. Ja. Knapp 420. Und schon mal wieder abbremsen. Perfekt. So, zurück zur Lokomotive 2. So, und den Wagen stelle ich dann jetzt hier gleich in zweiten Flachwagen, um genau zu sein, stelle ich dann jetzt gleich hier neben den Kesselwagen. So, perfekt. Dann holen wir jetzt nochmal die zwei Flachwagen für die Breezone Bridge hier wieder raus und hängen sie dann hier mit an. Bridge-Zeit, ja. Alle für dieselbe Baustelle. Oder Bestimmungsort, besser gesagt. So, Druckluftfähne wieder auf, sind offen. Und die bringen wir jetzt wieder hier mit an.
Perfekt. Gut, dann hoffe ich, es hat euch erstmal wieder gefallen. Und in der nächsten Folge stellen wir dann die einzelnen Wagen dorthin, wo sie hingehören. Und sammeln dann bei auch schon mal die ersten Wagen wieder zusammen, die wieder runter zum Übergabegleis Richtung Vitier transportiert werden müssen. Bis denn und tschüss.